So, hallo und herzlich willkommen im Zelt. Also eigentlich bin nur ich im Zelt, ihr steht draußen. Was wir machen wollten, beziehungsweise was ich jetzt machen möchte, ist die günstige Gelegenheit nutzen, dass mir hier gerade eine ganze Wiese voll Zelten zur Verfügung steht. Sind natürlich fast alles nicht meine, außer das hier, das ist eingeheiratet. Dann gibt es noch wirklich meins und dann haben wir noch drei weitere, die wir uns angucken wollen. Also, großer Zeltvergleich. Ich möchte da, wo ich es beurteilen kann und da, wo ich... Ich habe mich auch mit den jeweiligen Besitzern natürlich noch lange unterhalten oder auch Nicht-Besitzern, aber Leuten, die dazu was sagen konnten, jedenfalls lange unterhalten und kann jetzt einfach wiedergeben, was die von ihrem jeweiligen Zelt so halten. Sind sehr objektiv reflektionierte Leute und dementsprechend kann man sich da, glaube ich, schon das ein oder andere bei abgucken und ein bisschen was lernen über verschiedene Zeltkonstruktionen. So, zu unseren Zelten, das eingeheiratete und meins, das ist jetzt ja auch eingeheiratet und nicht mehr meins, weil alles, was mein ist, ist ja auch jetzt ihrs und umgekehrt. Kann man gewinnen, kann man verlieren bei dem Spielchen. Nein, alles gut, da kommen wir wunderbar mit zurecht und ich persönlich empfinde es ja eher als befreiend, dass ich mir über Themen wie sowas eben keine großen Gedanken mehr machen muss. Ne? Wer hat jetzt das letzte Mal das Essen bezahlt, wer hat und so weiter. Das hat sich jetzt alles erledigt. Gut, egal. Zelt. Ne? Das hier ist ein Kuppelzelt. Das ist ein North Face. The North Face ist ja jetzt nun nicht unbedingt gerade dafür bekannt, besonders günstig und erschwinglich zu sein. Und wir werden das hier jetzt in Zukunft verwenden, quasi als unser Luxus-Camping-Zelt. Denn es ist nahezu unzerstörbar, sturmstabil ohne Ende, wasserdicht ohne Ende, riesengroß für zwei. Ihr seht ja dieses Raumangebot hier, das ist also wirklich, wirklich, wirklich geräumig, gerade unten am Boden. Wir sind jetzt gerade zu zwei eingezogen. Ein schöner Vorteil ist, wenn man auch zu zweit kann man noch so einen Haufen Ausrüstung, vielleicht muss man Kleinigkeiten noch außen in den Absiden unterbringen, das Ding hat zwei Absiden, gucken wir uns gleich noch an. Aber man kann einen Haufen Ausrüstung auch drinnen unterbringen, das ist für drei Leute ausgelegt. So, alles super, im Grunde kein objektiv erkennbarer Nachteil vorhanden, außer das ist, naja, vielleicht war es mal als solches konzipiert. Es ist jetzt auch schon älter. Ja? Das Ding ist wirklich, hat schon die eine oder andere Nacht überstanden, hat schon das eine oder andere Jahr auf dem Buckel, das Material schlicht und ergreifend. Da findet, das war gut gelagert jetzt, da fand also jetzt hoffentlich auch keine großartige Materialermüdung statt. Aber, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, das Ding wiegt 3,7 Kilo und das will man aus heutiger Sicht nicht mehr wirklich mitschleppen. Jetzt muss man natürlich denken, dass das ein 3-Personen-Zelt ist, wenn du 3,7 Kilo auf 3 Personen verteilst, quasi so umgerechnet, der eine nimmt halt ein bisschen was anderes Gepäck und der nächste nimmt dann davon ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Dafür muss dann der dritte nur das Zelt schleppen und halt den anderen Kram dann eben gar nichts davon. Ne? Also so kann man das dann ungefähr regeln und dann ist es pro Nase, wenn man wirklich zu dritt drin pennt, gar nicht mal mehr so schwer, sondern so im klassischen Bereich, was ein durchschnittliches Trekkingzelt heutzutage, würde ich jetzt auch sagen, ungefähr so wiegt. Ja, da gibt es natürlich noch mal leichtere und das wäre auch ein Thema, was wir jetzt hier in diesem Video diskutieren werden, aber 3,7 durch 3, das sind dann halt noch 1,2 und ein bisschen was, ne? 1,23, irgendwie sowas kann das sein. Also schon auf diesem Wege dann auch vertretbar. Es handelt sich hier um ein Kuppelzelt, beziehungsweise so geodätisch irgendwo so da dazwischen. Grundsätzlich hatte man mal, als ich angefangen habe, mich mit Zelten zu beschäftigen, unterschieden zwischen einem Tunnelzelt, da sehen wir gleich noch ein paar Beispiele, einem Kuppelzelt, mehr oder weniger das hier, einem Geodät. Das ist im Prinzip auch eine Kuppel, hat aber noch ein paar extra Stangen und die gibt es zum Beispiel vierstängig, fünfstängig, also wirklich so richtige Panzerzelte, die letztendlich auch eine Kuppelform sind. Oft dann noch mit einem vorgelagerten Tunnel, dann ist es so ein bisschen ein geodätischer Iglu. Ein Iglu hat ja auch noch diesen vorgelagerten Eingangsbereich, in dem man übrigens, das ist wichtig, noch eine tiefe Kuhle graben sollte, damit die kalte Luft nicht ins Iglu reinfließt, sondern sich in dieser kalten Kuhle sammelt und die warme Luft eben da nicht runterfließt, weil warme Luft ja nach oben steigt. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, weshalb ein Iglu überhaupt so funktioniert, wie er funktioniert. Aber eben diese kleine Auswölbung zum Eingang, den ein Iglu normalerweise hat, den haben auch viele Iglu-Zelte,
Dieses Ding hier jetzt nicht. Ne? Aber Kuppelzelte, das muss man generell sagen, und dazu will ich mich ja jetzt eben konkret äußern, haben natürlich schon ein hervorragendes Raumgefühl. Ja? Und die sind wirklich hoch. Also wenn ich hier jetzt ja, selbst mit Hut und auf der Isomatte sitzend, muss man dazu sagen, und ich bin 1,89 Meter, habe ich hier noch Platz ohne Ende. Und wenn ich in der Mitte vom Zelt, na, da ist Tonnen von Platz. Man kann hier fast schon, wenn man ein Zwergenmensch ist, entsprechend drin rumlaufen. Ja? Ich zocke ja jetzt quasi in der Tür, deswegen stoße ich ein bisschen an. Aber sonst wären da wirklich Tonnen von Platz. Ja, also insgesamt schon sehr, sehr toll. Das Gewicht führt einfach dazu, dass auch wenn wir sagen, ja, könnte man machen, natürlich kann man machen. Ja, absolut. Ist ja nicht so, dass das untragbar ist. Ist ja nicht so, dass das früher nicht Leute gegeben hätte, die mit sowas sehr wohl auf Trekkingtour gegangen sind und die sind auch weit gekommen und alles war gut. Nur gibt es heutzutage halt eben andere Möglichkeiten, gerade wenn man dann allein oder zu zweit unterwegs sein möchte, doch noch erheblich leichtere Zelte zu haben. Unser anderes Zelt, das ist ja wahrscheinlich schon, wenn ihr euch Zelte interessieren und ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dann habt ihr das garantiert schon ein paar Mal gesehen, das Abisko Light 2 von Fjällräven. Ich kann euch gerade nicht auswendig sagen, wie dieses Ding hier genau die Modellbezeichnung ist. Ist von der North Face, so viel Modellbezeichnung. Ich schreibe es euch unten hin. Also insgesamt wirklich ein tolles Zelt. Ich kann keinen Nachteil erkennen. Es ist halt schon wirklich ein bisschen älter. Ja? Und dementsprechend sind die Reißverschlüsse langsam ein kleines bisschen schwergängig. Das hat man halt beim neuen Zelt bisschen besser, ist ja dann auch neu. Ja? Das Material, man kann so langsam erahnen, dass das wirklich auch schon ein bisschen älter ist. Es ist noch wasserdicht, es gibt so eine, ich vermute mal, das ist Polyurethan beschichtet, also gar nicht Silnylon, sondern das andere. Und das merkt man, weil das so langsam anfängt, ganz leicht, ja, klebrig ist zu viel gesagt, aber es hat eine gewisse haftende Eigenschaft langsam. Ja? Das ist ja, da kann das Zelt nichts dafür. Dafür, dass das so alt ist, ist es wirklich noch ganz hervorragend. Details, es gibt ein Innenzelt. Das Problem ist, man kann bei den Zelten dieser Konstruktion, dazu habe ich euch nochmal, das läuft jetzt quasi sowieso nebenher, wenn es das nicht schon tut, dann werde ich das jetzt einblenden. Den Aufbau habe ich mal abgefilmt. Da muss man dazu sagen, wir haben das Ding ganz lange nicht mehr aufgebaut. Also ich sowieso noch nie und eine Frau ewig lang nicht mehr. Und deswegen hat das ein bisschen gedauert. Aber was man erkennen kann, der Aufbau ist schon vergleichsweise umständlich. Das gilt für alle diese Zelte. Erstmal muss das Grundding abgesteckt werden. So, dann musst du das Innenzelt aufbäumen. Das machst du oft so, dass du da irgendwie die Stangen ins Innenzelt irgendwie einfügst und dann steht das so weit und dann wirft man klassischerweise den Fly, also das ist hier die wasserdichte Hülle, das Außenzelt, den wirft man dann oben drüber. Rainfly, auch gerne genannt bei den Amis. Und der große Haken dieser Aufbauart ist, und das ist sicherlich schon ein Nachteil, dem ich dem Zelt ankreiden würde, nämlich diese Aufbauart führt natürlich dazu, dass wenn du das Ding bei Regen aufbauen musst, so und der ganze obere Bereich vom Innenzelt ist Meshgewebe, ja, ihr seht in meinen Fingern ganz gut durch, dann regnet es dir da hemmungslos rein. Und wenn du das bei starkem Regen aufbaust, dann regnet es dir hemmungslos die Bodenwanne voll. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was ein Zelt für ein richtiges Outdoor-Zelt mehr oder weniger disqualifiziert. Aber du kannst es nicht bei Regen aufbauen. Hast du einen Tag, wo es den ganzen Tag regnet und es hört nie auf, dann musst du akzeptieren, dass es dir dein Zelt voll regnet. Und das ist ein Problem. Also ich persönlich habe da große Schwierigkeiten mit. Kann man jetzt sagen, ja, ich nehme noch ein Tarp mit und dann spanne ich erst das Tarp und dann baue ich mein Zelt unterm Tarp auf. Aber dann kannst du auch einen Kühlschrank mitnehmen oder noch besser, bleib am besten gleich zu Hause. Also wenn man noch 7000 Zusatzobjekte braucht, um sein Zelt aufbauen zu können, bisschen ungut, ja. Ja, aber eben durch diese konstruktionsbedingten, etwas komplizierteren Aufbau dauert das auch ein bisschen. Man sollte fast zu zweit sein, um das Ding aufzustellen. Alleine geht wohl auch, hat man aber ein bisschen Mühe und ja. Also es gibt unkompliziertere Lösungen, sage ich jetzt mal. Das mitgelieferte Heringset ist ein bisschen blöde. Das sind nämlich nur diese üblichen Erdnägel. Also im Prinzip einfach nur ein Stück Stahl oder Alu, was man in den Boden treibt.
Andere Hersteller haben damals auch schon bessere Heringe zu ihrem Zelt mitgeliefert. Ich vermute allerdings, heutzutage wird sich der North Face da auch nicht mehr lumpen lassen und kann mir nicht vorstellen, dass ein so namhafter Hersteller noch einfache Erdnägel mit einem hochwertigen Zelt ausliefert. Da sind dann bestimmt irgendwelche mindestens V-Profil-Heringe dabei aktuell. Ja. Also wir sind noch super, super zufrieden. Gut, jetzt gucken wir uns das Ganze ein bisschen genauer an und ich nehme euch mal vom Stativ. So, ich liege jetzt mal quer drin, also Füße eben nicht drin. Normalerweise wäre Liegerichtung so, na, das sieht man natürlich an der Form des Schlafsacks. Jetzt einfach mal mit einem zugegebenermaßen Weitwinkelobjektiv sieht das alles größer aus. Ja, das gilt für die anderen Zelte auch. Aber wenn ich jetzt mal mit der Objektiv in die andere Ecke gehe, dann kann man schon so ungefähr erahnen, wie viel Platz man hier eigentlich hat. Länge reicht für mich als 1,90, fast 1,90 Mensch absolut aus. Das sieht man daran, wo der Kopfbereich meiner Isomatte ist. Also so habe ich geschlafen. Da hinten, das alles ist noch zusätzlicher Stauraum sozusagen, wo man noch Krempel verstauen könnte, wenn man das dann wollte. Und das wollte ich auch. Alternativ kann man natürlich auch mit dem Kopfende ans Ende rucken und hat dann im Fußbereich noch entsprechend, also der ist da hinten, hier, hat da dann noch entsprechend Platz. Es ist auch egal, in welche Seite, also aus welcher Richtung man drin schläft. Also man kann mit dem Kopf nach da, man kann mit dem Kopf nach da. Es ist egal. Und wirklich Mordsraumgefühl. Zu zweit absolut toll. Und die Höhe ist halt top. Es gibt überall da oben noch irgendwelche Schlaufen, wo man Zeug aufhängen kann. Socken zum Trocknen, zusätzliches Material. In unserem Fall hängt hier noch das Taschenlämple für heute Nacht. Und ja, da gibt es wirklich umfangreiche Möglichkeiten. Von außen habt ihr ja beim Aufbau schon ein bisschen gesehen. Außerdem gibt es hier hinten im Kopf und im Fußbereich jeweils noch so eine riesige Netztasche, die für zusätzliche Ordnung schaffen kann. Farbe ist hellblau, finde ich eigentlich ganz schön. Und der obere Bereich vom Innenzelt, das sieht man hier jetzt ganz gut, alles was nicht gelb ist, ist Moskitonetz, ja, also komplett Mesh. Damit wäre das Ding eher zu den Sommerzelten zu zählen, da kann man sich aber streiten. Die zusätzliche Mesh, das viele Mesh im oberen Bereich sorgt natürlich für eine hervorragende Ventilation. Das heißt, Kondenswasser hatten wir jetzt relativ wenig. Das war aber generell eine Nacht mit wenig Kondenswasser. Wenn es da viel Kondenswasser gibt, dann ist das Mesh wieder ein Problem. Weil da tropft es direkt durch. Wenn also Kondenswasser runtertropft, dann tropft einem das nicht erst aufs Innenzelt und bis das durchgeweicht ist, ist man noch im Trocknen, sondern es wird halt sofort direkt runterregnen. Und da gibt es auch noch mal so ein kleines bisschen ein Wehmutströpfchen, denn wenn wir hier noch mal hochschauen, dann sehen wir, hier sind so Stege, ja, die sind fest. Das heißt, die Luft kann nicht zum Beispiel hier jetzt hochzirkulieren, und dann ungehindert hier an im Außenzelt entlang zirkulieren, weil hier kommt es ja nicht durch, die Luft. Das sind so ein paar kleinere Hindernisse. Dafür ist das ja alles Mesh. Das heißt, sobald die Luft hier aus dem gelben Bereich hochzieht, kann sie hier komplett im gesamten Zelt sich ausbreiten und da drüben irgendwo wieder verschwinden. Weil das so ist, hat das Ding relativ wenige Lüfter. Ich hätte mir schon noch irgendwie einen Dachlüfter gewünscht. Es gibt auch Kuppelkonstruktionen, die noch einen Dachlüfter aufweisen. So hat dieses Zelt nahezu keine Belüftungsmöglichkeiten. Sie sind auch nicht so sehr nötig, aber es fehlt, abgesehen davon, dass man eine Tür offen lassen kann, fehlen die Lüfter weitestgehend. Ja? Also natürlich, was lüftet ist, sämtliche Luft, die da könnt ihr das sehen. Das geht nicht ganz bis auf den Boden und da zieht dann unten die Luft rein, zieht eben am Zelt entlang, kommt dann hier oben raus und pustet einem durchs ganze Zelt. Also damit ist es im Prinzip von der Belüftung her fast schon eine Einwandkonstruktion. Also das ist bei heutigen Zelten sicherlich auch nochmal etwas cleverer gelöst. Nochmal, ich will jetzt nicht rumnörgeln, das ist ein schönes Zelt, das ist ein hochwertiges Zelt, das ist prima verarbeitet, da gibt es gar nichts zu motzen. Hier mal nur mal so ein paar Beispielnähte, die sind immer noch tipptopp. Also Verarbeitung wirklich prima. Ich habe keine Naht gefunden, ich habe extra danach gesucht, die irgendwas anderes als gut wäre. Außenmaterial prinzipiell auch prima. Dieses Lüftungskonzept, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja? So, aber
Das ist es dann im Grunde zu diesem Zelt auch gewesen. Da können wir nochmal nach oben gucken. Ein super tolles, also für ein Campingzelt natürlich ein bisschen Overkill, wenn man damit wirklich nur Camping betreiben möchte. Sprich, man fährt mit dem Auto irgendwo hin, schleppt das Ding, schlimmstenfalls 500 Meter und dann wirft man es hin und baut es auf. Ne? Aber das ist tatsächlich das, wofür wir das jetzt benutzen, weil wir es nicht mitschleppen wollen, schlicht und ergreifend. Dafür ist es uns zu schwer. Gut. Wir kommen zum nächsten Zelt und dann möchte ich noch mal kurz direkt auf den generellen Unterschied zwischen Kuppelzelten und Tunnelzelten eingehen oder tunnelartigen Zelten. Machen wir jetzt. Ja, hier noch mal von außen. Das war jetzt der Eingang, in dem ich gesessen bin. Dann kann man auch noch mal ungefähr erahnen, was das Raumangebot ist. Ja, also da kann man sich wirklich nicht beklagen. Das ist toll. Kuppelzelt bedeutet natürlich, es ist eine runde Kuppel. Ja? Damit hat man enorme Kopffreiheit. Das ist generell oft ein viel höheres Zelt als bei einem Tunnelzelt. Man kann es in alle Richtungen abspannen. Die Windrichtung spielt fürs Aufstellen vom Zelt keine so große Rolle. Wenn es einem beim Aufmachen des Eingangs in den Eingang pustet, ist natürlich ein bisschen suboptimal. Das Ding hat aber zwei Eingänge, das habe ich vergessen zu erwähnen. Und das ist übrigens die Apsis. Ne? Also die, wenn man sie zumacht, dann ist sie auf der anderen Seite auch noch genauso groß wie da. Da passen also locker Schuhe und ein kleiner Rucksack rein, Teile aus dem Rucksack. Man kann da schon einiges auslagern. Auf der anderen Seite genau das gleiche System. Auch hier wieder ungefähr das ist die Apsis, ne? Also dieser Flecken. Und wenn einem der Wind jetzt von hier kommen würde, dann geht man halt beim anderen Ausgang rein und raus. Ist ja nicht dramatisch. Und wenn man zusätzliche Belüftung haben möchte, dann macht man hier halt ein bisschen auf, drüben auch ein bisschen auf, dann pustet es einem durch, solange es nicht regnet. Alles überhaupt kein Problem. Und da gibt es dann schon Möglichkeiten. Das hier war mal ein Fenster. Das ist inzwischen einfach trüb geworden. Da kann man nichts mehr sehen. Und ich möchte nochmal betonen, das ist zum Abspannen hier da und darunter sitzt eine Zeltstange. Das ist das ist überhaupt kein Lüfter. Das ist wirklich gar kein Lüfter und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber abspannen kann man es in alle Richtungen. Ist dahingehend ein anfängertaugliches Zelt, wenn man auf die Windrichtung beim Aufbauen eben nicht so achten muss. Viele, viele Abspannpunkte, viele Möglichkeiten, das super sturmstabil aufzustellen. Und dann steht es auch super sturmstabil. Also Kuppelzelte, insbesondere geodätische, die noch viel mehr Stangen haben als eben unsere im Grunde drei Stangenkonstruktion. Also zweimal ein X und hier oben noch mal eine Stange oben drauf. Ich habe das ja beim Aufbau gesehen. Das ist sicherlich wirklich sehr, sehr stabil. Und gerade durch diese X-Stangenkonstruktion bei allen Kuppelzelten kann das auch recht gut Schneelasten aushalten. Und damit sind die eigentlich alle bis zu einem gewissen Maß wintertauglich. Eine sehr valide, sehr zuverlässige Zeltkonstruktion. Im Schnitt sind sie immer ein bisschen schwerer als Tunnelzelte. Und haben ein bisschen weniger Platz in den Apsiden, wenn man jetzt viel Platz in den Apsiden haben möchte oder in der Apsis. Meistens ist dann nur eine bei einem Tunnelzelt als im Tunnelzelt. Ja, das sind so grundlegende Unterschiede. Außerdem der Aufbau. Tunnelzelte können bei einem guten Innenzelt und Außenzelt zeitgleich aufgebaut werden. Bei Kuppelzelten geht das nur bei ganz wenigen Modellen. Es gibt welche, wo das geht, aber meistens nicht. Und dann hat man eben wieder das Problem, dass einem das Ding bei einem kompletten Regentag eben voll regnet, bevor man es aufgebaut hat. So. Was ich noch schnell vergessen habe, Kuppelzelte, die kann man oft auch freistehend aufbauen. Das soll bedeuten, sie haben eine Option, dass man ohne Heringe das Ding einfach so auf den Boden stellt, weil dann das Innenzelt vom Außenzelt quasi von den vier Stangen aufgespannt wird. Und damit kann man es theoretisch auch ohne Heringe hinstellen. Das ist natürlich überhaupt nicht sturmstabil, man müsste das schon noch abspannen, aber man kann es dann mit Steinen abspannen, dass man also die Abspannseile an irgendwelchen Steinen festmacht oder sonstige Alternativen sich überlegt. Das kann im alpinen Bereich, wenn man ums Verrecken keinen Boden findet, auf dem man ein Zelt aufstellen kann, ein großer Vorteil sein, aber man muss auf dem Boden dann immer noch schlafen können. Also jetzt in der Geröllwüste kannst du dein Zelt zwar hinstellen, kannst dich aber nicht hinlegen. Ist also nur, ja, also meiner Meinung nach wird dieser Vorteil etwas überbewertet. Aber das geht. Das geht bei Tunnelzelten eigentlich fast nie. Zum Vergleich. Ein Tunnelzelt, das ist jetzt nur ganz einfach aufgebaut, steht hier mit vier Heringen, nichts abgespannt, gar nichts. Haben wir auch gar nicht drin geschlafen, es ist jetzt nur für Videozwecke kurz da. Das ist unser Abisko Light 2. Wird
nach wie vor viel eingesetzt, insbesondere wenn man zu zweit unterwegs sind und irgendwo zelten dürfen. Wenn wir nicht zelten dürfen, nehmen wir ein Tarp. Wenn wir zelten dürfen, dann nehmen wir meistens dieses Zelt. Ja, ich habe dazu schon einiges in verschiedenen Videos erzählt, möchte aber grundsätzlich mal auf ein paar Eigenschaften von Tunnelzelten allgemein eingehen. Tunnel dadurch, dass der Schlafbereich so ein bisschen tunnelförmig ist. Ja, da gibt es verschiedene Varianten, dass dieser Ring noch ein bisschen höher ist, dieser Ring vielleicht noch ein bisschen höher, dann ist es generell ein hohes Tunnelzelt. Aber Windstabilität bekommt man bei Tunnelzelten größtenteils dadurch, dass die eben nicht besonders hoch sind. Das ist ein Problem für einen Tunnel, weil hier haben wir einmal einen Rundreifen, da haben wir einmal einen Rundreifen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, woher der Wind kommen kann. Idealerweise kommt er bei so einem Zelt, das hinten außerdem noch niedriger ist als vorne, von da. Also hier muss man schon, sollte man wirklich bei Wind auf die Richtung, in der man sein Zelt aufbaut, ein bisschen achten, weil dann kommt der Wind von hier, boostet hier hoch, wirbelt einem da schon ein bisschen am Gestänge rum, weil, wie wir sehen können, das ist hier schon ein gewisser Windstopper hier, das da. Ne? Geht dann aber da drüber, drückt einem schlimmstenfalls in der Mitte noch ein kleines bisschen, wenn starker Wind ist, das Material runter. Wenn das gut gespannt ist, ist das quasi gar nichts. Das passiert dann nicht. Bricht sich nochmal am vorderen Gestänge und verschwindet hier drüber, husch, in die weite Landschaft. Ja? Also Windstabilität mit Tunnelzelten ist auch gegeben. Ja, die können die gleichen Windgeschwindigkeiten, naja, nicht ganz. Also ein geodätisches Kuppelzelt, ja, mit vielen, vielen Stangen ist stabiler. Punkt. Ja, das schafft ein Tunnel nicht. Aber ein normales Kuppelzelt hält meistens so ähnliche Windgeschwindigkeiten aus wie ein richtig aufgebautes, wichtig, richtig aufgebautes Tunnelzelt. So. Tunnelzelte sind ansonsten dann immer niedriger von der Sitzhöhe, von der Kopffreiheit. Sie haben immer, ja fast immer, ein schlechteres Raumgefühl, sage ich jetzt mal. Also, dass man sich da wirklich wie in einem richtigen kleinen Zimmer fühlt, das ist weniger. Man liegt halt in einem Schlauch. Und liegen ist auch die bevorzugte Art und Weise, wie man sich in einem Tunnelzelt aufhalten kann. Wenn man jetzt ein kleinerer Mensch ist, dann kann man da selbstverständlich auch drin sitzen. Aber ich denke, langfristig gesehen wird man dann bald wieder liegen. Also in unserem hier, meine Frau ist 1,70, ziemlich genau. Die kann da schon auch mal drin sitzen. Aber man muss ja dazu rechnen, immer, dass man auch auf der Isomatte sitzt. Und wenn die aufgeboostet ist, und das sollte so sein, damit man da schön bequem und warm dann vor allen Dingen auch sitzt, dann muss sie auch ein kleines bisschen den Kopf einziehen. Und wir setzen voraus, dass das Zelt jetzt super gespannt ist. Ich kann im Innenzelt, ohne den Kopf einzuziehen, ehrlich gesagt nicht sitzen. Also nicht wirklich bequem, mal eben ein bisschen gebückt, ja. Aber das geht halt nicht. Wenn man das Innenzelt dann aushängt, dann kann auch ich ein bisschen drin sitzen, aber auch nur in der Mitte, da also am höchsten Punkt und auch nur ohne Hut und auch nur ohne Isomatte. Das sind so die Voraussetzungen. Aber gerade, dass man spontan, das ist bei vielen Tunnelzelten so, beim stehenden Zelt das Innenzelt aushängen kann. Ich zeige euch das mal schnell eben. Das bringt einem einfach noch mehr Optionen. Ja, das erhöht natürlich die Vielseitigkeit. Übrigens ein Nachteil von diesem Zelt. Inzwischen muss ich sagen, wir mögen es ja. Aber beim Auf- und Zumachen verheddert sich langsam jetzt gerne mal der Reißverschluss und frisst hier den Reißverschlussabdeckdingerig. Ja, das passiert inzwischen wirklich häufiger. Das war, als das noch neu war, habe ich das Gefühl gehabt, dass das nicht so oft passiert. Vielleicht wollte ich es auch einfach nicht wahrhaben. Während man jetzt im Zelt hockt, sozusagen, kann man jetzt quasi, hier ist die Tür ganz aufmachen und dann kann man hingehen und nach diese Nopselchen hier lösen. Ja, da ist der nächste, da sind wieder welche und gerade wenn man die im Deckenbereich wegmacht, dann kann man, obwohl man noch drin sitzt, das Innenzelt einfach zusammenfallen lassen. Kann man ja da hinten noch festgemacht lassen, also beim zweiten Bogen da hinten, da ist es noch auch festgemacht. Und dann hat man hier vorne einfach viel mehr Platz, weil die zusätzlichen Zentimeter zwischen Außenzelt und Innenzelt, und da ist recht viel Platz dazwischen, das macht das Innenzelt halt noch mal niedriger, als das Außenzelt von außen hoch ist, die hat man dann noch zur Verfügung, hat dann mehr Sitzfläche. So, weiterhin Besonderheit von Tunnelzelten. Tunnelzelten haben fast immer eine Apsis, die ist dann aber relativ groß.
Da kann man also schon quer, also in Längsrichtung, einen durchschnittlichen Trekkingrucksack relativ problemlos hinlegen. Auch relativ problemlos zwei nebeneinander. Und dann hat man hier immer noch eine Ecke von der Apsis, wo man Schuhe hinstellen kann, wo man Platz hat, um aufzustehen, wenn man mal nachts raus muss oder am nächsten Morgen raus muss oder wann auch immer raus muss. Ja, also das geht erstaunlich gut. Und auch viel Gepäck kann man gut unterbringen. Man kann ja Rucksäcke auch stapeln zur Not im näheren Eingangsbereich und dann hat hier dann noch viel Platz nach oben. Und die Apsis ist damit auch groß genug, auch wenn ich das nicht empfehlen möchte ausdrücklich, auch wenn ich selber persönlich hin und wieder mal tue. Soll man trotzdem nicht machen wegen CO2-Bildung, kommt auch darauf an, womit man kocht. Aber grundsätzlich ist eine Apsis von einem Tunnelzelt oft groß genug, um drin zu kochen. Ja, mit dem Risiko, dass man sein Zelt anzündet und. Das ist auch so ein bisschen eine philosophische Frage. Entweder oder. Es gibt Leute, die kochen gerne in ihrem Innenzelt. In ihrer Apsis, meine ich. Im Innenzelt, das macht, glaube ich, keiner. Und die schwören da drauf und die werden das auch weiter tun und empfinden das als sehr gemütlich. Und es gibt Leute, die sagen, das ist viel zu gefährlich. Erstens wegen CO2-Entwicklung. Man kann dann tatsächlich im eigenen Zelt ersticken, wenn man da zu viel CO2 drin hat, wenn die Belüftung nicht ausreichend gegeben ist. Da sollte man also schon darauf achten, dass man, wenn man schon im Zelt kocht, dann auch sämtliche Lüfter aufmacht, soweit das geht. Und zweitens hast du natürlich das Risiko, dass dir dein Zelt abbrennt. Wenn du da irgendwie dumm mit deinem Feuer umgehst, dann steht ganz schnell mal gerne das ganze Zelt in Flammen oder schmilzt dich ein riesen Loch rein und dann kann man es quasi auch wegschmeißen. Ja? Also das muss man wissen, ob man das Risiko eingehen möchte. So, Tunnelzelte haben dann meistens, ich kenne jetzt kein halbwegs Gescheites, das das nicht hätte, irgendein Längslüftungssystem. Ja? Also hier sitzt der Lüfter, da zieht die Luft rein. Also wenn es jetzt der Wind von hier kommen würde, der kommt ja idealerweise von hinten, aber nehmen wir mal an, der kommt von hier, dann zieht der Wind da rein, zieht über unser Innenzelt, hui, nach hinten, also da drüber und kommt hier aus dem hinteren Lüfter entsprechend wieder raus. Das allein ist der Grund, weshalb dieses Zelt bis zum Boden abgespannt ist überall. Ja? Also du hast keinen Luftzug, der da von unten irgendwie reingeht. Du hast dieses oben zieht die Luft durch und nimmt möglichst alle Feuchtigkeit von innen mit und kommt hier hinten wieder raus. Funktioniert natürlich nur bis zum Teil, weil es kann sein, dass die Luft auch nach hier unten zieht und da sitzt sie dann fest. Ja, dann hat man hier also einen gewissen Kondenswassereintrag. Aber durch dieses Konzept, naja, eigentlich auch wieder nicht, weil im Idealfall kommt die Luft ja von hier. Dann hat man den Kondenswassereintrag hier vorne unten. Da sammelt sich dann gerne mal die Feuchtigkeit. Das kann ich bestätigen, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Ja, aber von der Konzeption her ist das eine hervorragende Belüftung, wenn richtig aufgestellt und wenn überhaupt Wind geht. Das ist ja nochmal der nächste Faktor. Da hast du überhaupt kein Kondenswasser in dem Zelt, auch nicht zu zweit. Und das ist ein großer Vorteil, den wir beide sehr, sehr schätzen, denn Kondenswasser ist ein bekanntes Ärgernis. Das kennt jeder, der schon ein paar Nächte im Zelt verbracht hat. Das kann einem wirklich sehr auf die Nerven gehen. Ja, ist ein physikalisches Phänomen, das sich nicht wirklich vermeiden lässt. Man kann es aber reduzieren und ein sehr guter Ansatz ist eben diese durchgehende Belüftung von Tunnelzelten. Dann möchte ich noch schnell hinzufügen, das hier ist im Grunde ein Vierjahreszeitenzelt. Wenn man das Innenzelt zumacht und auch die Tür hier zumacht, das hat wohl auch ein Mückennetz, aber innen drin halt nochmal einen Stoff. Dieser Stoff ist winddicht. Ja? Also der komplette Innenzeltstoff, alles winddicht. Das führt zu erheblich höheren Temperaturen im Innenzelt als draußen. Das Kuppelzelt da hinten, das schützt uns bloß vor dem Wind. Das hat ansonsten, abgesehen davon, dass es im Windstillen natürlich logischerweise immer ein bisschen weniger kalt ist als draußen, hat das jetzt wenig wärmende Eigenschaften. Also wir würden es nicht gerne, nicht unbedingt als Winterzelt verwenden. Kann man natürlich trotzdem machen, dann braucht man halt einen wärmeren Schlafsack, okay. Das hier ist extra als Winterzelt konzipiert mit eben diesem wärmenden Innenzelt und der Eigenschaft, dass dadurch eben auch kein Wind ins Innenzelt rein weht, sondern oben drüber und damit automatisch eben die sich am Innenseite Außenzelt sammelnde Luftfeuchtigkeit wird dann quasi nach außen befördert, dadurch, dass die mit dem Wind rausgeht. Konzept ist toll, funktioniert in der Praxis eben auch, nur muss Wind gehen. Und als skandinavisches Zelt
Das gilt für fast alle skandinavischen Zelte. Das habe ich bei Hilleberg schon ganz oft erlebt, dass die das quasi voraussetzen. Das habe ich bei Fjällräven jetzt auch schon häufiger gesehen, dass die das quasi voraussetzen, dass man die irgendwo hinstellt, wo Wind geht. Das sind Bergzelte, die sind für windige Landschaften gedacht. Das sind eher weniger als Waldzelt konzipierte Geräte. So. Also, das ist so mal der grundsätzliche Unterschied, ohne dass ich jetzt noch mehr auf die Details von dem Ding eingehen möchte, das habe ich schon oft genug getan, zwischen einem Kuppelzelt und einem Tunnelzelt. Das gilt für fast alle Kuppel- und Tunnelzelte, was ich jetzt gesagt habe. Für fast, nicht zwingend, aber viele, viele, viele. So, das hier ist jetzt ein Expat-Zelt. Expat ist ein Schweizer Hersteller, den man vor allen Dingen sicherlich von den Isomatten kennt, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Das sind diese orangenen mit dem Wabenmuster. Die machen aber auch Rucksäcke, Schlafsäcke, nahezu alles. Also man kann, wenn man dann möchte, seine gesamte Ausrüstung von Expat beziehen. Dadurch, dass die alles machen, sind sie natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwas schlecht wäre. Das will ich nicht. Das ist bisher alles sehr, sehr gut bis gut auf jeden Fall mit so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar Details, die von dem wir uns nicht immer ganz sicher sind, ob wir die jetzt hundertprozentig toll finden. Aber man kann eben seine komplette Ausrüstung von einem denselben Hersteller, wenn man von dem dann überzeugt ist, ein bisschen ähnlich wie Fjällräven. Die machen ja im Prinzip auch alles bis auf Schuhe. Expat macht auch alles bis auf Schuhe. So gesehen, ja, aus der Schweiz. Man zahlt nicht unbedingt jetzt direkt Schweizer Preise. Billig ist Expat allerdings trotzdem nicht. Hergestellt nichts davon in der Schweiz. Sie schreiben aber ehrlicherweise auch immer designed in Switzerland drauf und nicht hergestellt oder sonst irgendwie. Das könnte kein Mensch bezahlen, ne? So, Modell habe ich gerade auch wieder vergessen, wie das Ding heißt. Das werde ich euch auch wieder hinzufügen. Aber was ihr hier schon mal sehen könnt, ist, es handelt sich natürlich um einen Tunnel. Anders als unser Abisko Light 2 von Fjällräven ist das hier ein Dreibogenkonstruktion. Die meisten Tunnelzelte, die einen dritten Bogen haben, haben den deswegen, damit sie eine gigantische Apsis haben. Und das ist hier auch der Fall. Das ist also ein Zelt, da kannst du noch eine dritte Person, es ist ein Zwei-Personen-Zelt, aber du könntest eine dritte Person quasi dauerhaft in deiner Apsis wohnen haben und trotzdem noch deinen Kram unterbringen. Die ist riesig. Das ist selbstverständlich extremst luxuriös, wenn man in Landschaften unterwegs ist, wo mit viel Regen zu rechnen ist, wo man wirklich davon ausgeht, dass es einmal passieren kann, dass man einen halben Tag im Zelt sitzt oder auch einen ganzen Tag oder auch mal zwei Tage mehr oder weniger nicht viel rausgeht, weil das Wetter wirklich so miserabel ist und man einfach die Zeit auch hat, dann sich das rauszunehmen, dass man viel im Zelt bleiben möchte. Oder man hat noch einen Hund, ja? Insbesondere mit einem Hund ist das ein Thema. Die Apsis ist dahingehend wirklich riesig, dass hier ist die Trennlinie zum Schlafgemach. Das ist alles Apsis, ist wirklich, wirklich groß. Wir dürfen auch gleich mal reinschauen. Und hier hinten ist dann quasi Schlafgemach. Was mir sehr gut gefällt, was mir nämlich dann wieder an unserem Abisko Light 2 weniger gut gefällt, ist, dass sich über die lange Strecke des Schlafgemachs hier noch ein Hering befindet. Ja, beim Abisko, da hinten, da ist der gesamte lange Bereich hier. Da würde ich so oft gerne noch was mit dem Hering abspannen. Ich habe teilweise dann noch zwischen Innenzelt und Außenzelt meine Schuhe gestellt, einfach um noch mal mehr Fläche zwischen Innen- und Außenzelt zu kriegen. Weil wenn der Wind tatsächlich mal nicht 100% von hinten kommt, das tut er halt nicht immer. Man muss das Zelt ja, das ist wichtig. Ja? Ihr müsst wissen, man kann das Zelt schon immer in Rindrichtung aufbauen. Aber dann steht es mitunter halt scheiße hinsichtlich einer bequemen Liegeposition. Man möchte ja gerne nicht unbedingt auf irgendeinem Hubbel oder sowas schlafen, sondern man muss schon gucken, dass man ein ebenes Stück Boden erwischt, damit man dann auch gut schläft. Und dann ist die Beachtung der Windrichtung das eine. Die Vermeidung von irgendwelchen Steinen und Wurzeln und so weiter und so fort am Boden ist dann nochmal was anderes und spielt auch eine Rolle. Ja? Und deswegen kann man es nicht immer perfekt in Windrichtung aufstellen und dann kommt halt manchmal der Wind so leicht schräg von der Seite und dann wird einem eben durch Direktwind auf die Wand ans Innenzelt gedrückt und wenn dann vorher Kondenswasser an der Wand geklebt hat, dann klebt das jetzt am Innenzelt. So, dieses Problem haben die Schweizer tatsächlich gelöst, anders als die Schweden.
dadurch, dass sie einfach schlau genug waren, hier halt nochmal einen verdammten Heringsteckplatz anzubauen. Ich glaube, ich nähe mir früher oder später noch einen da dran. Beim Abisko, ich nähe mir da noch einen Heringplatz hin. Ich finde das so cool. Und damit kann auch, wenn der Wind jetzt von der Seite kommt, ja, das ist nicht optimal. Hier sollte der Wind auch von hinten im Idealfall kommen. Ja? Aber wenn ein bisschen was von der Seite kommt, dann fliegt einem nicht sofort die Außenhülle direkt ans Innenzelt, denn da ist ja noch ein Hering. Ja, das ist also schon mal gut. So, wir gucken mal noch weiter drumherum. Riesenapsis habe ich gesagt. Jetzt haben wir hier hinten Belüftung gleich dreifach sozusagen. Einmal kann es unten reinziehen. Ja? Also in der Hinsicht, das ist auf den meisten Seiten, ist es ja auch bis unten hin abgespannt. Hier nicht. Hier gibt es eine Möglichkeit, dass da hinten die Luft reinzieht. Sehr durchdacht, auch typisch Schweizer. Ja? Dann hat man hier oben zwei Lüfter. Hier einen, da drüben ist auch noch mal einer. Und die lassen sich jeweils separat entsprechend ein bisschen ja, ich sag mal, bedienen. Ja? Bedienen, sage ich jetzt mal. Zusätzlich öffnen, zusätzlich verschließen würde ich es nicht nennen, aber bedienen. Und dadurch, dass die, damit die schön offen bleiben, jetzt muss ich die Kamera doch vom Stativ nehmen. Ich dachte, ich kann euch Wackelkamera ersparen, aber es geht nicht ganz. Gibt es hier drin noch so lustige Stege. Die sind ganz leicht, aber führen halt dazu, dass einem das auch immer offen bleibt und man muss es nicht aufspannen, wie drüben beim Fjällreven. Ich zeige euch das nochmal schnell beim Fjällreven zum Vergleich. Da seht ihr, also hier müsste man jetzt den Lüfter aufspannen, indem man mit dieser Strippe ihn abspannt. Und je nachdem, wie der Wind geht und wie die Geländesituation ist, möchte man diese Strippe tendenziell eher hier nach oben spannen. Und dafür müsste dann halt hier jetzt irgendwo, jetzt da wo ich bin, also wo die Kamera ist, müsste ein Baum stehen, damit das geht. Ja? Wenn man es nach unten spannt, bleibt es auch so halbwegs offen. Aber diese Steglösung, die gefällt mir besser. Ja? Also es gibt ganz oft so Details, so einzelne kleine Unterschiede, aus denen man sich gerne mit einem Zelt-Customizer sein eigenes Zelt zusammenstellen würde. Aber leider gibt es sowas noch nicht. Aber da finde ich die Expat-Lösung wirklich cleverer. Ja, auch so ein Schweizer Patent sind diese gelben Säckchen hier. Die dienen natürlich erstmal schön zur Zeltleinenmarkierung. Ja? Außerdem soll man, wenn man die Zeltleine aufgewickelt hat, sie in diesen gelben Säckchen verpacken, damit die nicht in der Gegend rumfliegt. Dachte ich zuerst, wäre toll, aber die Bewohnerin dieses Zeltes ist der Meinung, so doll ist das gar nicht, weil wenn du die da einfach nur reinstopfst, dann fliegt die dir bei jeder Gelegenheit wieder raus und dann ist das gar nicht so clever gelöst. Und außerdem die Schnur einfach mal eben schnell aufwickeln und einen Knoten dran machen, damit die dann da locker dran hängt, wie ihr es gerade bei Fjällreven gesehen habt. Da haben wir ja auch diesen Knoten, diese Knotentechnik, die wir da anwenden. Das funktioniert mindestens genauso gut und dann sind diese Täschchen gar nicht so nützlich, meint sie. Ja, grundsätzlich, mir gefallen sie im ersten Moment, aber ich habe auch keine Praxiserfahrung. Das ist ja nicht mein Zelt und ich habe da auch noch nicht drin übernachtet. Da kann man sich nur auf das verlassen, was halt eben die Bewohnerin dazu zu sagen hat. Ja? Verarbeitung auch wieder großartig, das ist aber bei Expat-Produkten nichts Besonderes. Schön sind die vielen, vielen, vielen Abspannpunkte, die muss man auch als positiv anmerken. Dadurch steht das hier auch so super stramm. Der Haken wiederum ist, so locker mal eben aufstellen, wie hier die Vier-Hering-Variante vom Abisko 2. Natürlich, das wirft jetzt mehr Falten, ja. Aber man kann es so aufstellen und je nachdem, was für eine Nacht man da drin verbringen möchte und wie die Situation dann ist im Laufe der Nacht, habe ich in der Vier-Hering-Variante auch schon mal eben gepennt. Ja, wenn wirklich nicht damit zu rechnen ist, dass irgendwelches größeres Schlechtwetter über einen hereinbricht, ist das eine Option. Hier muss man nach Angaben der Bewohnerin nahezu immer eigentlich alles abspannen, wenn man da nicht allzu viel Kondenswasser haben möchte und sonst hebt es auch irgendwie nicht richtig, also selbst wenn kein Wind geht. Gut, dann hier vorne erwartet man ja jetzt irgendwie eine Flachkonstruktion, ist es aber nicht. Es ist eine eckige Konstruktion, nicht dass eine sagen wir mal, eine runde Geschichte oder sowas wäre, finde ich, formtechnisch schöner gewesen. Aber das soll ja nicht gut aussehen, das soll ja effizient sein und das kann ich dann schon nachvollziehen. Was ich hier jetzt ein bisschen schade finde, ist dieser recht kleine Lüfter. Ja, da bin ich mit meinem Fjällreven dann glücklicher, dass es so einen großen Lüfter hat über die fast gesamte Fläche. Aber das Lüftungskonzept von diesem Zelt ist genau dasselbe wie beim Fjällreven drüben. Die Luft soll am einen Ende rein und am anderen Ende wieder raus. Aber das ist halt ausgerechnet nur hier vorne diese Ecke. Ist, warum hier jetzt nicht auch noch ein Lüfter ist, ja, Gewicht sparen, ich weiß es nicht.
der fehlt mir persönlich. Den hätte ich jetzt noch richtig, richtig klasse, klasse gefunden. Da würde ich jetzt mit dem Zelt Customizer Tool mir noch einen zusätzlichen Lüfter schon wünschen. Stangen kommen dann auf der Seite rein, beziehungsweise hier. Und da vorne nochmal. Und abspannen eben überall, wo Abspannlinien sind. Dann gibt es hier so eine schöne, das ist natürlich auch toll, ne, so eine schöne rechteckige Tür. Sehr komfortabel und ich darf auch mal reinschauen. Reißverschluss geht nur bis hier in Anführungszeichen, aber nichtsdestotrotz haben wir hier eine richtig, richtig tolle Eingangstür, auch Luxus, ja? Also wirklich auch was Schönes und man kann wirklich sehen, die Apsis ist natürlich gigantisch, ja? Die ist riesig, riesig, riesig. Hier Innenzelt, da will ich jetzt nicht reinschauen, das gehört sich nicht, ist ja, wird ja von einer Dame bewohnt, aber grundsätzlich wird, wie wir hier sehen können, das Innenzelt nach da unten, ja, da ist ja auch schon wieder ein Abstand zwischen dem Innenzelt und dem Außenzelt, ist ja noch ein bisschen Abstand, das heißt, es ist noch niedriger innen drin, da wird schon ziemlich, ziemlich flach gegen hinten. Das muss man mögen, das macht das Sitzen natürlich nur im vorderen Bereich möglich, da hinten geht das dann gar nicht mehr, da sollen eigentlich im Grunde bloß die Füße liegen, natürlich in der Theorie funktioniert das auch, muss man halt mögen, muss man wissen, was man da tut, wenn man das dann entsprechend tut und jetzt bin ich doch so frei und hock mich hier mal ein kleines bisschen rein, ihr seht gelb, was ich zeigen wollte war, dass empfinden wir beide, also sowohl die Bewohnerin als auch ich, als leichten Konstruktionsfehler, weil das kann man nicht anders aufbauen, jedenfalls wüssten wir nicht wie, dass hier enormer Zug auf dem Innenzelt ist und das ist überall. Ja. Einerseits bringt das natürlich eine gewisse Zeltspannung mit sich, aber andererseits kann man hier eigentlich fast nicht hingucken, ohne Angst zu haben, dass da irgendwelche Materialschwächen früher oder später dazu führen, dass das einreißt und das ist wirklich überall so. Ja. Aber auch hier wieder die Luft geht jetzt am Gelben vorbei, da hinten vorbei. Ja. Ihr könnt es erahnen und am anderen Ende wieder raus. So, jetzt habe ich ja doch fast ins Innenzelt. Ja gut, die Bewohnerin liegt ja nicht drin. Gefilmt. Heieieiei, immer diese Voyeure. Ja, sie hat sich zusätzlich noch eine Bodenplane zusammengebastelt. Und das ist es. So, dann habe ich ja ganz vergessen, dass wir noch ein bisschen über die Gewichte von den Dingern reden sollten. Beim Kuppelding habe ich ja schon gesagt, 3,7 ungefähr, damit das mit Abstand schwerste Zelt hier auf dem Platz. Sicherlich vielleicht auch das komfortabelste, aber Gewicht und Komfort stehen da sicherlich in, ja, nicht unbedingt in einem allzu tollen Verhältnis. Ja, da kann man sich jetzt kloppen. Ja? Also nochmal, ist uralt und nicht wirklich vergleichbar mit allen anderen Zelten hier, weil es viel älter ist. Ja? Also die Ideen, die jemand hatte, als dieses Zelt konstruiert wurden, sind bestimmt 8 Jahre alt und alles andere ist deutlich, deutlich neuer. Ja, gut. Aber 3,7 Kilo für das Kuppelzelt. Da hinten unser Abisko Light 2, das wiegt roh 2,3 Kilo, wenn man alles dabei hat, was mitgeliefert wird. Vielleicht auch 2,4, je nachdem, welcher Waage man trauen möchte. Wenn man hingegen alles, was man nicht braucht, von dem, was mitgeliefert wird, zu Hause lässt, dann kann man es auf 2,1 Kilo runterdrücken. Und wenn man dann sogar noch den Packsack zu Hause lässt, kein Ersatzsegment für das Gestänge dabei hat, vielleicht mit weniger Heringen losgeht und sich den Rest vor Ort schnitzt, dann kommt man noch auf 2 Kilo runter. Aber dann ist auch Schluss. Ja, leichter wird man das nicht mehr hinbekommen. Pro Person also 1 Kilo. Vom Raumangebot, das möchte ich noch schnell ergänzen. Es ist alleine ein Palast, absolut. Ja, da hat man Platz ohne Ende, gar kein Thema. Zu zweit ist es gemütlich. Ja? Also schon machbar, absolut machbar, aber wir haben nicht das Gefühl, dass wir da noch einen dritten irgendwie drin aufnehmen wollen würden. Ne? So, zum Expat. Ja, wir haben noch mehr Zelte. Aber zum Expat, das hat jetzt ein sehr vergleichbares Raumangebot wie das Fjällräven.
wiegt aber sage und schreibe nur 1,7, 1,8 Kilo, je nachdem so ungefähr sowas um den Dreh. Die Bewohnerin hat es nie nachgewogen. Das sind dann so in etwa die Herstellerangaben. Das heißt, es ist schon nochmal ein Ticken, es ist schon, wiegt 300 Gramm sind, beziehungsweise wenn wir jetzt die Rohfassung nehmen vom Abisko Light 2, dann sind es ja sogar 600 Gramm, die das Ding im Idealfall weniger auf die Waage bringt. Man spart an einer Stelle, nämlich hier hinten, ein bisschen Material ein. Da vorne hat man ein bisschen mehr Material, aber faszinierend ist wirklich, dass es trotzdem leichter ist, obwohl eine dritte Stange dabei ist. Ja? Das überrascht einen irgendwie. Es sind auch ähnlich viele Abspannpunkte für Schnüre da. Die Heringe sind auch in entsprechender Zahl vorhanden. Aber das ist schon nicht verkehrt. Die Bewohnerin muss allerdings darauf hinweisen, dass Kondenswasser schon ein Thema ist in dem Ding. Also Kondenswasserbildung ist da sicherlich größer, und das kann die Bewohnerin beurteilen, als im Fjällräven, denn sie hat in beidem schon entsprechend übernachtet. Und ja, daher gibt es da Vergleichsmöglichkeiten. Also Kondenswasser ist schon wohl ein bisschen ein Issue, um es mal auf Englisch zu sagen. Gut, ja, aber Gewicht zu Platzverhältnis in dem Ding, das ist schon ziemlich sensationell. Das muss man so sagen. Und das ist ja immer noch ein klassisches Trekkingzelt. Das ist noch nicht auf ultraleicht getrimmt. Das ist nur ein sehr leichtes, klassisches. Ja, Thema auf ultraleicht getrimmt. Tada! Das ist ein Zipex Triplex, ein Dyneema-Zelt aus den USA, in Deutschland nur mit horrenden Kosten verbunden, also mit horrenden Kosten verbunden, wenn man das wirklich importieren möchte, dann darf man nämlich noch Zoll zahlen. Und dementsprechend haben das hier bei uns in Deutschland jetzt vergleichsweise wenig Leute, was ich verstehen kann, weil das ist wirklich, 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 wirklich teuer. Anbieter, bei denen man es direkt hier in Deutschland kaufen kann, wollen dafür irgendwie 950 Öcken haben. Wird jetzt langsam ein bisschen günstiger, weil die Massenproduktion von den Dingern ansteigt. Es erfreut sich in Amiland wirklich größter Beliebtheit. Großer Vorteil, es ist aus Dyneema. Dyneema dehnt sich nicht aus, wenn es nass wird. Dyneema ist fürs Gewicht unglaublich reißfest, mehr als jedes andere Material, das im Autobereich irgendwie eingesetzt wird. Dyneema dehnt sich nicht aus, wenn es nass wird, habe ich schon gesagt. Nimmt überhaupt kein Wasser auf, heißt, wenn das Zelt irgendwie nass ist, dann schüttelt man es aus, danach ist es nicht mehr nass, dann wiegt es genau dasselbe, was es wiegen würde, wenn es nass ist. Das ist mit den bisherigen drei anderen gezeigten Zelten nicht so. Die nehmen schon ein bisschen Wasser auf, nicht viel, aber es spielt schon eine Rolle fürs Gewicht, wenn man ein nasses Zelt zusammenpackt und das dann mitschleift, ist dann gerne mal ein Kilo schwerer, bei den bisher gezeigten Modellen bis zu einem Kilo, je nachdem, wie nass es ist. Ja, natürlich steht jetzt so ein Triplex preislich nochmal an der absoluten Spitze dessen, was die anderen Dinger so kosten. Was das North Face mal gekostet haben mag, kann ich euch beim besten Willen, jetzt sieht man mich auch gleich wieder, ja, danke, kann ich euch beim besten Willen nicht sagen, es wäre sowieso nicht mehr aktuell, weil das ist ja alt. Was das Abisko gekostet hat, kann ich sagen, und zwar rund 599, glaube ich. Man hat die auch schon für 650 irgendwo gesehen. Das ist also wirklich Fjällräven bedingt eben. Fjällräven ist fast schon so ein bisschen der Apple unter den Outdoor-Produkten, wenn man so will. Ne? Das Exped weiß ich nicht. Ich weiß allerdings, dass es noch mal eine ganze Ecke günstiger gewesen ist als das Fjällräven. Ich tippe auf 400, sowas um den Dreh, grob, plus minus ein bisschen. Ich werde das aber mal noch recherchieren und schreibe es euch unten hin. Ja, und dann noch mal zurück zum Triplex. Da sind wir eben in Deutschland mit 950 dabei. In Amiland kostet es, glaube ich, 600, 700 Dollar, sowas um den Dreh. Das wäre für unsere Verhältnisse jetzt eigentlich gar nicht mal mehr so teuer. Das ist dann also damit ungefähr auf dem Preisniveau vom Fjällräven. Ja, aber ja, Steuern, ne? Steuern, Zoll und so weiter.
die sind für uns Deutsche eben ein Thema, für den Ami jetzt nicht so sehr. Und da kann ich dann schon verstehen, andersrum wären nämlich durchaus irgendwelche Importgebühren für ein Fjällräfenzelt vielleicht in Amerika dann auch wieder ein Thema. Also ich will jetzt ganz weiß, die Amis in irgendeiner Form in Schutz nehmen. Die kriegen öfter ihr Fett weg auf meinem Kanal, so ist das ja nicht. Aber ja, das muss man halt schon irgendwie im Hinterkopf behalten. Dieses Dyneema, das sieht zugegebenerweise aus wie Einkaufstüte. Wir gucken uns das gleich nochmal ein bisschen genauer an. Ja, also hier kann man ganz schön sehen, die Oberflächenbeschaffenheit ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie schlecht ist, ne? Dann haben wir hier 7000 Strippen zum entsprechend Abspannen. Wichtig sind vor allen Dingen auch die zwei. Es ist nahezu unmöglich, das Ding ganz faltenfrei aufzubauen. Auch diese Wölbung hier ist nahezu unmöglich, dass man die nicht bekommt. Stört scheinbar niemanden. Für mich persönlich, das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass das deswegen ein schlechtes Zelt wäre, ist das ein bisschen nervig, dass man also gar keine Chance hat, es halbwegs faltenfrei hinzubekommen. Habe ich noch nie gesehen, dass die so richtig faltenfrei gestanden hätten. Ja, gut, vielleicht gibt es jemanden, der das kann. Ansonsten, die einzige Belüftung, die hier zustande kommt, ist der recht hohe Aufbau, den wir hier sehen können. Das heißt, sämtliche Belüftung entsteht dadurch, dass es unten reinzieht. Und jetzt hoffe ich, ich kriege vom Bewohner keinen Ärger, wenn ich da mal hier mal voyeuristisch reingucke. Und dann können wir nämlich sehen, das schwebt so mehr oder weniger sogar über dem Boden. Aufgestellt wird es mit solchen Carbonstangen wie dieser hier. Oder eben mit Trekkingstöcken, was nochmal das Gewicht nach unten eben enorm drückt, weil gar keine Stangen dabei sind, die durchaus eine schwere Komponente von Zelten darstellen. Und dann gibt es eben eine Bodenwanne und ansonsten besteht das Innenzelt. Das gibt nur so ein halbes Innenzelt. Genau genommen hat das Ding nämlich bloß Türen und ansonsten ist das Außenzelt das Innenzelt. Und das besteht komplett aus Mesh, also Mückennetz. Das bedeutet, wenn jetzt hier Kondenswasser drin ist, dann zieht dieses Kondenswasser am Innen ist gleich Außenzelt entlang und sobald man an das Zeltmaterial rankommt, ist man halt nass. Ja? Und es kann einem auch mal passieren, dass das dann runterregnet und dann wird man halt auch nass. Deswegen sollte man versuchen, das Zelt möglichst sturmstabil entsprechend aufzustellen, weil dann wird man weniger nass, weil dann wackelt es weniger und dann tropft es auch weniger. Allerdings, da hoffe ich jetzt nochmal, dass ich jetzt keinen Ärger bekomme, wenn ich da nochmal rein filme. Guckt mal, da hinten kann man jetzt erahnen, hier, dass die Konstruktion ist nämlich so, dass wenn das Wasser am Innen ist gleich Außenzelt entlang läuft, es da hinten rauslaufen kann. Also da ist das Mückennetz noch mit einer kleinen Unterbrechung. Das ist das Wasser also nicht zwingend in die Bodenwanne läuft, sondern es läuft an der Bodenwanne vorbei und tropft dann auf den Boden. Ja, das ist ganz wichtig, weil sonst würde einem in diesem Zelt ja alles Wasser, was man irgendwie von der Decke abstreift, würde einem ja auf die Bodenwanne tropfen und irgendwann sitzt man dann im Wasser, weil einem die Bodenwanne zu sehr voll läuft quasi. Und durch diese Konstruktion wird das verhindert und das ist eins der großen Patente, die eben mit dran schuld sind, dass diese Zelte vergleichsweise teuer sind. Zweiter Grund, warum die sehr teuer sind, ist schlicht und ergreifend Dyneema. Und jetzt müssen wir noch mal kurz erwähnen, was ist denn der größte Vorteil von diesem Zelt? Warum der ganze Aufwand? Super schnell aufzubauen ist es auch nicht. Das ist relativ vergleichsweise kompliziert. Ja, es wiegt 600 Gramm. Puff. Und damit weniger als die Hälfte von dem Ding. Nahezu ein Drittel, noch weniger als ein Drittel von dem Ding. Und davon müssen wir gar nicht erst sprechen. So. Und damit sind wir auch schon beim Grund eben für die Existenz dieser Zelte, wer wirklich auf jedes Gramm Wert legen möchte. Ja, das muss man ja nicht. Und ich werde jetzt auch einen Haufen Kommentare haben von Leuten, die das ganz, ganz furchtbar finden und überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber wenn man das dann will und bereit ist, dafür viel Geld auszugeben, und da gibt es genug Leute, die das eben nun mal sind und tun, und ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich hätte grundsätzlich auch nichts gegen so ein Zelt, es ist mir aber wirklich zu teuer. Also da schreckt mich der Preis echt ab. Aber ja, dann hat man halt sein Gepäck, wenn man sonst mit einem 3-Kilo-Zelt rumrannte und jetzt mit so einem Ding rumrennt, das ist ein 3-Personen-Zelt, muss man noch dazu sagen, pro Nase 200 Gramm, hat man sein Gewicht halt doch drastisch reduziert.
wirklich 3 Personen passen zwar schon theoretisch rein, aber da muss man die Apsiden schon sehr, sagen wir mal, ist realistisch betrachtet ein 2 bis 3 Personen Zelt, genauso wie die 2-Personen-Variante, die auch klassischerweise selten von 2 Personen bewohnt wird, sondern meistens nur von einer. Es gibt auch noch eine wirkliche 1-Personen-Version, die kommt nur mit einer Stange aus, ist damit nochmal deutlich leichter und hat natürlich insgesamt weniger Material. Und ja, die ist auch, erfreut sich auch zunehmender Beliebtheit. Ja, also das ist schon, ich kann so ein bisschen die Faszination von den Dingern nachvollziehen. Dyneema funktioniert deswegen übrigens auch, weil das einfach ein für sein Gewicht unglaublich strapazierfähiges und stabiles Material ist. Es ist nicht unbedingt ganz unzerstörbar und hat auch ein paar Nachteile. Beispielsweise kann es sich delaminieren, dann ist es halt kaputt und dann war das für den Preis ein bisschen schade. Und mehr oder weniger haben diese Zelte in Anführungszeichen ein Verfallsdatum. Die meisten Leute schaffen es selten, dass die mehr als 1 bis 2 Fuhrhikes überleben. Das bedeutet irgendwas so um die 6000 Meilen. So irgendwie so zwischen 4 und 5 und 6000 Meilen. Dann gehen die auch mal irgendwann kaputt. Gut, ja, für wen das jetzt ein Nachteil ist, der muss mal versuchen, mit irgendeinem der anderen Zelte so weit zu laufen. Da müssen wir schon so ehrlich sein. Mein Zelt hat nicht mal im Ansatz 1000 Meilen, ja, doch vielleicht 1000 Meilen gesehen, da hinten mein Abisko. Das da garantiert noch viel, viel, viel weniger, weil das ist ja als Campingzelt konzipiert gewesen. Das ist noch relativ neu und das da auch. Also das müssen die anderen erstmal nachmachen, ne, wenn man jetzt sagt, das ist so das Verfallsdatum in Anführungszeichen. Und natürlich als Winterzelt sehr gewöhnungsbedürftig. Es zieht da durch, das soll es ja auch, damit es nicht allzu viel Kondenswasser gibt. Damit wird es dann natürlich entsprechend kalt drin. Die Leute, die davon restlos überzeugt sind, sagen dann, na und, dann habe ich halt einen warmen Schlafsack. Ja gut, ja, aber vielleicht willst du halt auch mal im Zelt sitzen und was anderes tun, als nur im Schlafsack liegen. Und die Option hast du dann halt einfach schlicht und ergreifend nicht. Jetzt kommen wir hier zu, ich glaube, es ist ein Lanshan. Flame Squid, da muss ich auch noch mal recherchieren, ob ich da noch mal genau rausfinde, die technischen Daten dazu. Aber vielleicht findet jetzt jemand, dass das Ding irgendwie verdächtige Ähnlichkeit mit dem Z-Pax hat. Das ist jetzt nur die 2-Personen-Version, es ist also dementsprechend weniger breit als das Z-Pax, aber sonst erstaunliche Ähnlichkeit. Haben sich die Chinesen etwa das Design vom Z-Pax abgeguckt und einfach nachgebaut? Böse, böse. Ja, genau so. Exakt. Bis auf ein paar kleine Details, nämlich hier am Rand geht das doch recht weit runter. Hier vorne geht es auch deutlich weiter runter als das Z-Pax, wobei man das Z-Pax auch, das kann man schon variabel. Also mit dieser, wie viel Luftbelüftung man da haben möchte, kann man schon variieren durch die Art und Weise des Aufbaus. Und damit ergibt sich da dann mehr oder weniger Belüftung, mehr oder weniger Windschutz. Das sind so die beiden Abwägungen. Ähnliches System hier, aber das hängt generell standardmäßig vielleicht ein bisschen schiefer. Dann gibt es hier noch Belüftungen. Ja, das ist also auch eine interessante Ergänzung. Da wollten die Chinesen was besser machen als beim Original und haben hier oben noch leichte. Sind das überhaupt? Ja, doch, da oben ist ein Mesh drin. Ich kann es fast nicht filmen, aber ganz leichte Belüftungselemente eingebaut. Die sind so winzig, ich würde fast behaupten, die bringen gar nichts. Aber es gibt sie. So, und ansonsten rundum ganz, ganz ähnliche Konstruktion. Wie gesagt, etwas weiter auf den Boden. Auch hier, das hängt fast immer ein bisschen durch. Ein faltenfreier Aufbau ist bauartbedingt fast unmöglich. Und da darf ich jetzt sogar reinschauen, da weiß ich es. Beim Z-Pax wusste ich es nicht genau. Der Unterschied ist, es gibt hier auch einen Reißverschluss. Das Z-Pax hat gar keinen Reißverschluss. Das wird quasi nur zugeknöpft in Anführungszeichen und zugeklettet. Und für das Ding gibt es standardmäßig, ist auch im Lieferumfang enthalten, ein Innenzelt. Das ist das Winterinnenzelt, das ist optional, das muss man dazu kaufen. Das normale Innenzelt besteht komplett aus Mesh, ähnlich wie beim Z-Pax. Nur, dass es halt eben austauschbar ist mit diesem hier, das winddicht ist. Ja, bis auf ganz oben, da ist auch Mückennetz, da ist aber auch nicht so wichtig, weil da zieht der Wind, bis da oben zieht er ja eh nicht. Was eine coole Idee ist, damit hat man eine insgesamt bessere Belüftung. Man hat den Vorteil eines Zweiwandzeltes gegenüber einem Einwandzelt, dass wenn es mal runtertropft, es nicht sofort direkt auf einem selbst landet, sondern erstmal auf dem Innenzelt.
generell ist die Kondenswasserbildung in Zweiwandzelten geringer als in Einwandzelten, sagt man. Ich habe zu selten in Einwandzelten gepennt und kann da deshalb nicht allzu viel zu sagen. Aber einfach, es gibt eine zusätzliche Luftzirkulation zwischen Innen- und Außenzelt, was für generell mehr Luftzirkulation eben entsprechend sorgt. Und schön ist, wie gesagt, die Winddichtigkeit des Ganzen, dass man da also im Winter schon noch Vorteile hat. Das Ganze hat zwei Eingänge. Hier einmal die Seite, wo ich jetzt gerade bin. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Ja, ganz ähnliche Konstruktion wie eben auch beim Z-Pack. Interessant wäre jetzt nochmal, gibt es da auch irgendein System, das Kondenswasser, ja, Kondenswasser läuft halt eben dadurch, dass es ja ein Innenzelt gibt, da dran entlang und tropft dann da hinten auf den Boden und tropft nicht automatisch da rein. Das ist bei den kompletten Einwandzeltkonstruktionen eben eher ein Issue, wie der Amerikaner sagt, der Engländer sagt, als hier. Ja, also so gesehen. Jo, jetzt, wo liegen jetzt die Unterschiede? Warum ist das Ding hier mit ca. 170 Euro für ein China-Produkt, ja immer noch teuer, aber verglichen mit dem Ding da natürlich um Welten günstiger? Naja, erstens, das Material ist eben nicht Dyneema, sondern nur Silnylon, wie bei dem Zelt und dem Zelt. Das da, ich vermute wirklich, das ist Polyethylen oder irgend sowas, aber egal. Kann auch sein, dass das ein seltsames altes Silnylon ist und ich es deshalb nicht genau erkenne. Aber wurscht, ja. Also das Standard-Zeltmaterial, das alle anderen Hersteller verwenden, das ist vergleichsweise günstig. Dazu kann ich sagen, wenn man in Deutschland rein den Stoff kaufen möchte, einen dünnen Silnylon-Zeltstoff guter Qualität, da zahlst du pro Quadratmeter um die 8 Euro. Ja? Reiner Stoff, da ist noch nichts verarbeitet, musst du selber wissen, was du damit anstellst. Aber als Endnutzer 8 Euro. Wenn du als Endnutzer Dyneema kaufen möchtest, ja, auch nichts verarbeitet, ohne alles, da zahlst du für den Quadratmeter circa, boah, lass mich lügen, 30 Euro. Ungefähr 32, irgendwie sowas, irgend sowas in diese Ecke. Ja, und damit kommt auch schon relativ schnell der Preisunterschied zustande, selbst wenn die sich hier fürstlich für die Verarbeitung entlohnen lassen in China. Selbst dann können sie noch einen sehr, sehr konkurrenzfähigen Preis anbieten gegenüber dem Produkt. Ob jetzt hier das Ding qualitativ ganz so toll verarbeitet ist, das kann ich erstmal dahingehend wirklich ein bisschen verneinen, dass man zum Beispiel dadurch gespart hat, dass die Nähte, also erstens sowas da, ne? Sowas da. Also nicht, dass ich jetzt, ich hoffe, der Besitzer des Zeltes ist mir nicht böse, aber ich will wirklich ein bisschen auf so Details eingehen. Aber dafür kostet es halt auch wirklich deutlich weniger Geld und das heißt ja nicht, dass es deswegen schlecht ist. Aber sowas, das würde man sicherlich jetzt beim Z-Pack eher weniger finden. Das hat sowieso gar keine Nähte, weil man Dyneema nicht nähen kann, sondern nur kleben kann. Und das nächste ist, die Nähte sind so im Auslieferungszustand nicht abgedichtet. Ja? Also die sind ordentlich genäht, da konnte jemand schon mit der Nähmaschine umgehen, das ist alles gerade, nichts krumm und schief und so weiter, aber damit die wirklich wasserdicht sind, muss man selber jetzt noch mit Silikon drüber und die Nähte noch nachdichten. Das machen die in der Fabrik so erstmal nicht. Natürlich muss es ordentlich regnen, damit das so zur Relevanz kommt. Ist so ein kleiner Schauer, da ist das egal, aber bei ordentlich Regen will man dann schon, dass die Nähte entsprechend abgedichtet sind und wie gesagt, das muss man dann selber noch machen. Das kostet einen natürlich ein bisschen Arbeitszeit und ein ganz bisschen Geld, weil Nahtabdichter, Silnet zum Beispiel, das ist nicht wirklich, wirklich, wirklich teuer und damit ist das auch nicht so relevant. Das Zelt kann man genau wie das Z-Pack mit zwei Trekkingstöcken aufbauen oder mit zwei Carbonstangen. Hier ist auch die Carbonstangen-Variante und wie gesagt, das Innenzelt ist austauschbar. Es ist also nicht eine reine Kopie, aber ja, die Ähnlichkeiten sind schon existent. Wiegt ca. 1,1 Kilo mit dem Standard-Innenzelt, mit dem Winter-Innenzelt ein bisschen mehr. Ja, da muss man auch schon so fair sein. Ja, das kann also einfach sein, dass das jetzt aufgrund der Tatsache, dass man hier die Produktionskraft des Fernen Ostens ausnutzt, tatsächlich ein tolles Angebot, ein tolles Schnäpschen ist, aber was mir der Besitzer noch erzählt hat, es war nicht ganz leicht, an das Ding ranzukommen, weil es viele, viele Wochen und diverses Hin und Her zwischen China und Deutschland gekostet hat, bis das Ding dann endlich durch den Zoll und bei ihm angekommen ist. Wir hatten irgendwann, wann denn, 2019 haben wir noch nicht, 2019 hatten wir mal eine Tour gemacht
Und da wollte er dieses Zelt eigentlich mitnehmen. Das war irgendwie, ich glaube, im Mai oder sowas. Und da war es noch nicht da. Obwohl er es wirklich rechtzeitig bestellt hatte. Und das hat eine gewisse Odyssee hinter sich, bis es dann tatsächlich mal irgendwann in Deutschland angekommen ist. Das kann einem natürlich dann auch immer passieren, wenn man sowas in Fernost über entsprechende Fernosthändler bezieht. Was jetzt nicht zwingend schlecht ist, aber das sollte man einfach wissen, schlicht und ergreifend. Ja. Schön finde ich übrigens noch als Ergänzung, man kann das hier auch komplett ohne Stangen aufstellen, indem man diese Nüpselchen nutzt und dann halt unter einem entsprechenden Ast schläft, wo man die hier abspannen kann. Genial. Hat jetzt die Konkurrenz in der Form, hoppla, jetzt wäre ich doch beinahe drüber geflogen, so erstmal nicht, weil diese Lasche braucht man für was anderes und hier oben fehlt sie. Ja? Also das ist schon auf jeden Fall nochmal eine kleine schöne Ergänzung, die ich persönlich sehr interessant finde. Für also Leute, die nochmal zwanghaft Gewicht sparen wollen und sich ziemlich sicher sind, dass sie gut sind im Äste finden, wo sie das dann auch aufgebaut bekommen. Ja, bitte, kann man ja mal jemand versuchen. Ich glaube zwar nicht, dass das wirklich Sinn ergibt, aber kann man versuchen. Ja? Und dann ist es immerhin ein spannendes Experiment. Gut, ja, also zu dem Ding kann ich sonst nicht mehr allzu viel ergänzen. Gewicht ist natürlich ziemlich sensationell und zu zweit wäre es, glaube ich, auch mal wieder ziemlich eng. Es ist auch etwas kurz für lange Menschen. Lange Menschen sollten da dann halt nicht versuchen, zu zweit drin zu liegen, sondern alleine und dann geht diagonal. Also von der Ecke zu der Ecke. Der Bewohner ist nämlich sehr wohl, ja, ja, schon eine Kante, ne? Und ja, also ich bin wirklich überrascht, dass er da überhaupt reinpasst. Gut, ja, dann hier nochmal den Überblick über die Waldwicht-Zeltwiese. Ich habe alles mal eben erwähnt. Vielleicht war das ja für irgendeinen mal interessant. Eine Kaufempfehlung in dem Sinne möchte ich jetzt auf keinen Fall abgeben, aber es muss nicht immer zwingend das günstigste Zelt auch gleichzeitig super schwer sein. Also es geht auch, wenn man lange genug sucht, dann findet man auch leichte, günstige Zelte, die, ja, wie gesagt, die Details, keine Ahnung, wie lange das Ding hebt. Vielleicht hebt es auch nicht so lange. Und da werdet ihr bestimmt das ein oder andere in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Es wird welche geben, die sagen, ja, wunderbar, reicht doch. Es wird welche geben, die sagen, da kann nur irgendein Haken verbaut sein und man ist sich nicht sicher, ob das dann wirklich hebt und ob das sturmstabil ist und so weiter. Thema Sturmstabilität ist tatsächlich noch was ich kurz ansprechen möchte. Konzipiert ist ja diese Form von Zelt auf dieses Material. Und dieses Material ist im Grunde das, woraus Segel bei Segelschiffen bestehen. Dass die windstabil sind, da muss man gar nicht groß lange drüber diskutieren. Und diese Form von Zelt und dieser Aufbau hat sich auch durchaus als vergleichsweise sehr sturmstabil, wenn man bedenkt, was das Ding wiegt, herausgestellt. Wichtig, aber selbst der Hersteller bzw. Händler in Deutschland geben an, es ist sehr sturmstabil im Vergleich zu bezüglich seines Gewichts. Also für sein Gewicht sehr sturmstabil. Ne? Es gibt schon noch mal erheblich sturmstabilere Zelte der Kategorie da hinten, ne? Also der Kategorie Kuppel, die dann wirklich, wirklich noch mal einiges sturmstabiler sind und auch Schneelasten aushalten und so weiter. Das tut das Ding da auch zum gewissen Grad. Das da sicherlich auch. Aber die Stabilitätseigenschaften von diesem Design sind auf dieses Material gemünzt und nicht auf Silnylon. Für Silnylon ist das vielleicht, da weiß ich nicht. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein schlechtes Zelt ist, wirklich überhaupt nicht und will mich auch nicht mit dem Besitzer anlegen. Ne? Wie gesagt, der ist eine Kante, aber nein, Quatsch. Aber das wäre einfach jetzt so eine Idee, also sowas, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, nur zur Information, was mich ein bisschen stutzig macht und ja, ich bin mal gespannt, was seine Erfahrungen mit dem Zelt sein werden für die nächste Zeit. Bisher scheint er ganz zufrieden zu sein. Aber er hat sich eben jetzt dieses Winter-Innending noch zugelegt, weil er wohl beim ersten Testen, das ist jetzt erst zum zweiten Mal im Einsatz, doch noch recht gefroren hat, sagt die Bewohnerin von diesem Zelt. Ja, da klatsch und tratsch. Gut, dann gehe ich jetzt wieder in dieses Zelt und wünsche euch einen schönen Abend. Ihr dürft mich auch noch mal kurz angucken, Moment. Ja, keine falsche Kamerascheu. Ja. Bis zum nächsten Mal und vielleicht war das ja für den einen oder anderen ein bisschen interessant. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Macht's gut. Tschüss.